Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part Pokémon Showdown, heute im neuen Format auf Pokémon Showdown, und zwar Battle Factory im Gen 7 Format, denn das gab es natürlich auch in der 6. Generation und wurde auch noch weiterhin verwendet, aber der Gen 7 Battle Factory Modus hat irgendwie ein Jahr lang auf sich warten lassen und jetzt ist er aber auch endlich da und jetzt werde ich einen Kampf gegen euch Zuschauer machen und deswegen würde ich sagen, lose ich einfach mal aus. Ich glaube, wir haben hier 7 Gegner, wenn es mich nicht ganz täuscht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, ich lose mal den Gegner aus über random.org, das ist auf meinem zweiten Bildschirm, ihr könnt es jetzt nicht sehen. Und zwar 1, 2 und 3. Der Phil Weiler ist dran, ich mache es nämlich immer von unten nach oben. Und wir spielen hier im, ich glaube, aktuellen Rarely Used Tier. Ich denke mal schon, das sieht auf jeden Fall danach aus. Alles andere wäre ein bisschen komisch. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit kein RU gespielt, deswegen weiß ich nicht, ob es das ist. Aber doch, nein, also auf jeden Fall ist es das. Das muss es sein. Denn, kurz zur Erklärung, Battle Factory ist ein Modus, der ein Team dir randomized, welches ganz gut, also es ist jetzt nicht super gut, aber auf jeden Fall kompetitiv nutzbar ist im jeweiligen Tier. Das heißt, irgendein Tier wird ausgelost, jetzt zum Beispiel OU, UU, RU, wie auch immer, und dann bekommst du da ein Tier, was ein Team, was eben ganz solide ist. Also jetzt nicht perfekt, es hat einige Schwächen trotzdem noch, aber es ist halt nicht wie bei normalen Random Battles, wo du wirklich alles bekommen kannst und wirklich entweder super schlechte oder super gute Monster dabei sind, denn hier hast du wirklich ein bisschen mehr, ja, guten Stuff dabei. So, wir haben hier Lehmorb, Sneeble, ein Insektenplatten-Tektas. Es ist nebenbei auch ein ganz gutes Format, um überhaupt in ein Tier vielleicht reinzufinden und so ein bisschen einfach was über das Tier zu lernen. Kann also ganz hilfreich sein für Leute, die ganz am Anfang stehen. Aber ist jetzt auch nicht unbedingt das Beste überhaupt. Dann nebenbei noch ein Giftschleim, Dragalge, also wie auch immer das Ding heißt, Tandrak, ein Lehmorb, Uhafnir, ein Florges mit den Überresten und ein Überreste Gigalith. Und ich schreibe mal ganz kurz Heffern. Denn das schreibt man so, ne? Wir kämpfen nämlich gegen den Philipp Weiler, einem Zuschauer, wie gesagt. Und falls ihr mal gegen mich kämpfen wollt, dann seid einfach auf Twitter oder auf meinem Community-Discord aktiv. Beides findet ihr in der Videobeschreibung, denn da poste ich, wenn ich nach Kämpfen suche. So, ich denke mal, dass hier ein Lied mit meinem Gondlisteport gar nicht mal so schlecht wäre, wenn ich hier die Wasserdüse drauf hätte, die ich aber gar nicht drauf habe. Ich glaube, dann finde ich Gigalith viel, viel besser. Wobei, hätte mit Regis, ja, Regisseal hätte ich vielleicht erwarten sollen. Nevermind. Ich habe nämlich direkt gedacht, dass er mit Aerodactyl leadet, aber tut er nicht. Das ist aber okay. Ich werde erstmal direkt einen Erdbeben raushauen. Aber ich denke mal, er würde hier auf Titanenstein gehen. Wieso auch nicht? Ich könnte auch Titanenstein rausholen. Aber so wichtig sind sie gar nicht gegen das gegnerische Team. Er geht vor allem auf Toxin, okay. Und ich muss jetzt natürlich das Design gleich resetten. Denn die Sache ist, dass die Titanensteine nur wirklich gut gegen Aerodactyl sind. Der Rest wird halt ganz okay davon getroffen. Und hat halt noch zwei Stahl-Pokémon und ein Boden-Pokémon. Also ja, nicht so super. Deswegen kann ich einfach lieber den Chip mir holen. Also jetzt ist die Frage, ob ich jetzt rauswechseln möchte. Weil er wahrscheinlich auf Eisenschädel geht und schneller ist. Und somit vielleicht auch den Flinch holen kann. Er könnte auch irgendwie ein Rest-Set sein, was ebenfalls gefährlich ist. Oder nervig ist, eher mal gesagt. Deswegen will ich eigentlich schon fast in Gondlisteport gehen und einfach Liquidation drücken und vielleicht auf die Verteidigungsdrops hoffen. Könnte ja passieren. Ich glaub, Gondlisteport ist tatsächlich solide. Ja, ich glaube schon. Er holt jetzt auch Titanenschein raus, das ist okay. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal ganz kurz das Design resetten, damit wir hier wieder ein Design haben. Ich weiß, manche nervt es, dass ich das mache, aber das ist jetzt egal. Ich möchte lieber ein Design haben als kein Design. Und ich kann jetzt einfach Liquidation eigentlich drücken. So, da gab es einen Schnitt. Auf jeden Fall gehe ich hier, denke ich mal, einfach auf Liquidation. Ich meine, Spikes wären auch nicht schlecht. Oh, Protect. Okay, gut. Ja, soll er machen. Ein bisschen Chip-Damage kann er dadurch bekommen auf meinen Tektas. Aber das ist okay. Ich würde sagen, ich gehe jetzt hier einfach mal auf Leech Life sogar. Denn ich könnte mir sogar vorstellen, dass er hier in sein Shaman vielleicht geht oder vielleicht sogar einfach drin bleibt. Okay, never mind. Never mind. Aber das ist okay. Das Matchup gewinne ich, denke ich mal, trotzdem. Wobei, Seismic Toss macht mir ein bisschen zu viel Schaden. Also natürlich, es macht immer den gleichen Schaden mit der KP-Anzahl, aber ja, ich hätte nicht gedacht, dass er prozentual gesehen so viel Schaden macht. Hm, dann sollte ich vielleicht doch einfach auf Liquidation gehen. Ja, Registeel ist super nervig für das Team. Ich habe halt Flammenwurf auf Neuburn, das war so ziemlich. Das ist nervig. Ich überlege gerade, ob ich einfach Spikes legen soll. Habe ich überhaupt eine Hazard Control hier in dem Team? Ich glaube nicht, ne? Ja, ich glaube, ich spike dann ein. Ups, nein, ich bin wieder. Ach nee. Ich habe ach Mann. Missklick. Ich hasse meine Missklicks. So dumm. So ein richtig dummer Play. Ich wollte auf Spikes gehen. Ich wollte doch nicht darauf gehen. Ach bitte. Richtig dummer Play. Ah. Mann, ich wollte auf Spikes gehen. Das hat mich gerade richtig aufgeregt. Weil Leech Life war das schlechteste Play, den ich jetzt hier hätte machen können.
Ach man, ist ja egal. Okay, komm, wir gehen auf Neuwörden. Ich denke mal, dass ich hier mit dem Flammenwurf das Ding hier vielleicht so aus dem Spiel nehmen kann, weil ich glaube, ich bin kein Specs-Set, ich bin Leben-Orb-Set. Ach, das ist doch alles nervig. Ja, ich gehe einfach auf, ich glaube, ich gehe so auf Ruheort, weil er wird doch sowieso auf Schutzschild gehen, oder? Ja, ich gehe auf Ruheort, never mind. Er geht einfach auf Toxic. Ach man, wieso bin ich Predicted LP? Wieso tue ich das? Dummer Predicted LP, ich hasse den. Ich bin so schlecht gerade. Ich komme nicht an diesem Regi-Stil vorbei. Okay, wieso geht jetzt hier nicht auf Protect? Ich habe es nicht ganz verstanden. Er geht jetzt auf Seismic Toss, okay. Hat er anscheinend Predicted wahrscheinlich. So, jetzt wird er auf Protect gehen. Da bin ich mir sicher. Das heißt, ich gehe hier auf Ruheort. Ach Mann, wäre ich aber auf Flammenwurf gegangen in der ersten Runde. Ich habe nebenbei einen Crit bekommen, der ziemlich lucky war, aber machst du nichts. Okay, er geht hier tatsächlich weiter auf Seismic Toss. Er wird jetzt auf Protect gehen. Ich bin mir einfach so sicher. Ich hasse mein Leben. Ich werde auf Ruhe gehen. Ich werde nicht auf Flammenwurf gehen. Ja, er geht auf Protect. Okay, gut. Immerhin habe ich jetzt hier das 50-50 gewonnen. Besser als nichts, aber okay. Gehen wir mal auf Flammenwurf. Schau mal, was passiert. So, da gab es noch einen weiteren Schnitt. Auf jeden Fall denke ich mal, dass jetzt hier Flammenwurf mein bester Play ist. Es macht Odin Schaden und jetzt habe ich die Möglichkeit, ja, eigentlich nichts. Okay, geht auf Toxin. Ja, will ich jetzt hier nochmal auf Ruheort gehen? Ich gehe auf Flammenwurf. Ich gehe auf Flammenwurf, ist mir jetzt egal. Ich glaube, er geht auf Seismic Toss, ja. Okay, gut. Immerhin habe ich Registry wegbekommen, das war wichtig. Ich verliere zwar jetzt hier mein Neuwürn, aber das ist mir egal. So, was ist meine Wincon hier überhaupt in dem Kampf? Ich habe nicht gut gespielt, aber ich sehe gerade, dass Sneeble super gut gegen das gegnerische Team ist. Das heißt, ich könnte vielleicht darauf hinarbeiten, auf einen Sneeble-Sweep. Das wäre tatsächlich möglich. Also, ich muss nur sein Team ein bisschen anschippen und dann macht Sneeble echt viel Arbeit. Das ist echt nice. Das heißt, ich will auf jeden Fall die Tarnsteine hier legen. Das wäre wichtig. Und dann gewinne ich, denke ich mal, sogar mit Sneeble. Aber dafür muss ich schlau spielen. Ach man, egal. So, was wechsle ich jetzt überhaupt rein? Ich gehe jetzt hier, denke ich mal, in... Ich weiß es gar nicht. Dragalge macht irgendwie gegen alles relativ viel, außer gegen dieses Bronzong. Und Bronzong ist aktuell super nervig. Oh, Bronzong ist sowas von nervig. Das Ding macht einfach... Ich verliere gegen Bronzong. Was ist das denn? Das ist ja richtig nervig. Ja, ich gehe erstmal in Gigalith rein. Er geht tatsächlich in Roserade. Okay, interessant. Hätte ich doch vielleicht in meinen Dragalge gehen können. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Wieso geht denn Roserade? War Bronzong nicht irgendwie der Play, weil Bronzong irgendwie alles wallt, gerade aus meinem Team? Ich weiß es nicht. Er geht auf die Spikes. Okay, er macht Hazard-Stacking. Ja, ich habe kein gutes Matchup, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Das Matchup ist gerade nicht so super, weil ich meinen Bronzong-Check verloren habe mit Neuwürn. Wobei es auch nicht der beste Check ist. Um ehrlich zu sein. Aber das ist okay. Dann gehe ich jetzt hier einfach mal auf die... Ja, ich kann doch nicht mal Schamburger einsetzen, weil er Bronzong hat. Er hat halt so viel gegen Bronzong. Ich gehe auf Dragon Tail. Er geht glücklicherweise in Bronzong. Das heißt, ich kann auf Dragon Tail gehen und einfach ein bisschen Chip machen. Er geht wieder in Roserade. Und jetzt werde ich einfach mal Schlammwoge drücken. Er könnte jetzt hier auf Schlafpuder gehen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass er hier wieder in Bronzong geht. Ich weiß es nicht genau. Okay, er hat Extra Sensory. Das ist ein bisschen nervig. Aber die Sache ist, ja, wobei... Ich wollte gerade sagen, die Sache ist, wenn das Ding weg ist, kann ich meine Toxic Spikes rauslegen. Kann ich aber auch nicht, weil er Nidoqueen noch in der Hinterhand hat. Das heißt, Toxic Spikes bringen mir hier eigentlich in dem Match auch gar nichts. Das Einzige, was es trifft, ist Shaman. Und das hat innere Kraft. Also Toxic Spikes sind auch schlecht. Ha, es ist alles gerade schlecht. Und vor allem habe ich keine Hazard Control. Das ist das Nervigste gerade. Wobei, hatte ich Defog auf Neuwürn? Ich glaube schon, ne? Ich habe nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, ich hatte Defog auf Neuwürn. Könnte das sein? Taunt, Hurricane, Flammenwurf, Roost. Ne, ich hatte keinen Defog. Ich glaube, ich hatte Taunt, Hurricane, Flammenwurf und Roost. Na, egal. Er geht hier Nidoqueen rein. Ja, das ist auf jeden Fall nicht gerade so gut. Wieso hat immerhin Florges keinen Defog? Wieso nicht? Das wäre doch so gut gewesen und so wichtig. Wieso habe ich Wish und Synthese? Leute, Battle Factory ist doch dumm. Ach man, das ist ja richtig blöd. Da muss ich jetzt hier nochmal das Design resetten. Das ist ja richtig, richtig blöd. Okay, ich denke mal, dass ich jetzt hier fast schon ins Sneeble gehen muss, auch wenn der Chip jetzt super nervig wird. So, da gab es noch einen weiteren Schnitt. Ich habe ja gerade ein bisschen mit dem Design gestruggelt. Ich muss mal ganz kurz hier erstmal die nächste Runde machen, damit ich das Design neu machen kann. So, jetzt ist nämlich die Frage, ob ich eben hier drin bleibe. Ich meine, nicht drin bleibe. Ob ich hier eben auf Eiszapfhage gehe oder auf eine andere Attacke. Aber ich glaube, Eiszapfhage ist hier meine beste Attacke, die ich einsetzen kann. Na, ich glaube, ich gehe auf Eis. Es geht daneben! Ich liebe mein Leben. Das Pokémon, was mir das Match gewonnen hätte, wird einfach besiegt. Und jetzt können wir auch komplett ohne Design spielen. Was ist das denn für ein Kampf?
Ach ja, Missklick, Miss, alles ist doch cool. Pokémon, wir alle lieben Pokémon. Die Sache ist, Eisterpfahl war glaube ich auch das Einzige, was das Ding hier besiegt. Ich musste auf Eisterpfahl gehen. So, und es wäre so wichtig gewesen, weil das Ding weg wäre. Und ich glaube, dann hätte einfach Dingens hier gewonnen. Dann hätte einfach Sneeble gewonnen. Ja, ich bin sad. Ich bin wirklich sad. Ach ja, Pokémon. Super. Ist ein schönes Spiel, oder? Ach man, ja, er hat so oder so gewonnen. Wieso geht er nicht? Hat er keine Schlammwoge? Wahrscheinlich nicht. Bitte geh jetzt nicht in Bronzong. Bitte. Oder hab meinen Gyro-Ball auf Bronzong, wenn du in Bronzong gehst. Beende es bitte schnell. Mein Leid. Aber das ist echt unlucky gewesen. Schaut euch mal sein Team an. Alter, Sneeble, der Junge, geh da durch. Das Problem ist nur vielleicht, dass sein Bronzong einen Abschlag tankt, aber... Ja, ich habe hier nicht optimal gespielt, aber was vor allem hier schlecht gelaufen ist, ist, dass einmal der Eisterpfahl gemisst hat, dass ich gemissklickt habe, was einfach ein Fehler von mir war. Und ja, einfach generell. Ich schreibe ein GG, war jetzt glaube ich nicht der beste Kampf überhaupt, aber ich denke mal, es war vielleicht mal interessant, um einen kleinen Einblick hier in dieses Tier reinzubekommen. Und wisst ihr was, ich mache glaube ich noch einen Kampf. Ich glaube... Ich werde jetzt hier einfach, okay, ich kann nur gegen der Rack kämpfen, weil ich leider resetten musste. Und deswegen machen wir jetzt hier noch einen Kampf, komm. Ich hatte eigentlich nur geplant, einen Kampf zu machen, aber der Kampf war nicht schön. Der war nicht so super. Und wir haben jetzt hier ein OU-Team, das ist cool. Ich konnte mich da nämlich nicht mehr randomisen, weil dadurch, dass ich meinen Browser aktualisiert habe, sind leider alle anderen Anfragen weg gewesen. Das ist ein bisschen blöd gewesen, aber machst du nichts. Der Rack hatte halt Glück gehabt. So. Womit leade ich hier überhaupt? Mit meinem Wahl das Tapolele könnte ich leaden, weil das Ding super nice gegen ihn ist. Oder ich leade hier mit Weavile. Weavile ist auch cool. Wahlglas Tapolele. Ich könnte mit Ninetales leaden. Ne, ich leade mit Tapolele. Er leadet mit Chansey. Wie viel macht Wahlglas Psyshock? Das ist doch ein Tool KO. Das kannst du mir nicht erzählen, oder? Das muss doch ein Tool KO sein, oder? Leute, bitte? Tool KO? Ich weiß es nicht. Ich habe schon mal Wahlglas Tapolele gespielt. So, da gab es einen weiteren Schnitt. Heute ja wirklich hier die ganzen Cuts durch ein paar Sachen. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich hoffe, das Video kann euch trotzdem irgendwie unterhalten. Ich weiß, heute ist ein bisschen alles random, aber ich denke mal, das ist trotzdem mal was ganz Cooles für zwischendurch. Und ich werde mich jetzt hier mal an einem Double wagen, weil ich denke mal, dass er im Schaden sehen muss, dass ich Wahlglas bin, weshalb er... Okay, in Mantine geht, schade. Weshalb ich eigentlich dachte, dass er hier in Cesurio geht, aber das ist, glaube ich, auch okay. Weil ich kann einfach in die Mega gehen und Rock Blast drücken und richtig viel Schaden rausdrücken. Ja, ich glaube, das ist mein Play. Das ist halt super nice. Ich habe gerade ein gutes Matchup. Jetzt habe ich mal ein gutes Matchup erwischt. Und ich treffe ja durch die Fähigkeit Wertling 5-mal. Der Crit hat hier nicht gemattert, weil ich eben 5-mal safe treffe durch Wertling. Also, ja. Das hat halt wirklich gar nichts ausgemacht, dass hier ein Crit kam. Deswegen, alles okay, finde ich nice. Heracross ist cool, ich mag Heracross. Das ist schon ein cooles Pokémon. Aber natürlich nichts gegen Bug of Death, ne? Bug of Death, weil der Stotterer. So, ich würde fast schon sagen, dass ich einfach drin bleiben möchte. Andererseits, das Ding ist hier immer noch sehr, sehr gut gegen sein Team. Das Ding ist sehr, sehr, sehr gut. Ich könnte in Ninetales gehen. Ja, ich glaube, Ninetales ist tatsächlich nice gegen ihn, wenn ich das hier reinwechsle. Weil dann kann ich hier meinen Aurora-Steier raushauen. Wobei andererseits, ich habe gar kein Setup-Pokémon. Das ist auch noch so ein kleines Problem. Ich weiß gar nicht, ob dann Ninetales so gut ist, ne? Schwierig, schwierig. Ja, ich glaube, ich gehe trotzdem mit Ninetales, vielleicht für die Hypnose oder so. Weil die Sache ist, dass Venusaur natürlich ja mit Matschbomben guten Schaden macht. Und ich hier nichts wirklich safe reinwechseln kann in Venusaur. Das heißt, ich entscheide mich vielleicht jetzt hier sogar dazu, auf Hypnose zu gehen. Weil dieses Ding eingeschläfert zu haben, wäre super wichtig. Ich könnte auch auf einen Aurora-Schleier gehen. Ich glaube, das wäre beides gut. Sowohl Aurora-Schleier als auch Hypnose. Das hat halt nur eine 60%ige Genauigkeit. Ich glaube, ich gehe auf Aurora-Schleier. Er geht in Chansey rein, kann sich somit gleich hochheilen. Das ist total okay. Und das heißt, ich kann jetzt hier die Möglichkeit sogar nutzen, in Heracross zu gehen. Denn Heracross, ja gut, Tarnsteine sind ja hier nicht so wichtig jetzt gerade. Denn Heracross hat jetzt die Möglichkeit, ziemlich viel Druck aufzubauen. Indem ich jetzt hier einfach mal auf einen Rockblast gehe. Und es geht daneben. Das ist okay. Es ist ein bisschen blöd, aber ist okay. Will ich auf Nahkampf gehen? Pin-Missile, Nahkampf. Ich glaube, ich gehe hier tatsächlich auf Pin-Missile. Denn falls er hier rauswechselt, wäre das nice gewesen. Aber er bleibt tatsächlich drin. Okay, was macht er jetzt hier? Geht er jetzt hier nochmal auf... Ne, er geht auf Toxic, okay. Ja, ich kann jetzt hier, denke ich mal, trotzdem hier dieses Mal auf Rock Blast gehen und diesmal treffe ich. Weil, okay, er bleibt tatsächlich drin. Wieso will er hier so seinen Chansey abwerfen?
Chansey wäre vielleicht noch ganz cool gewesen. Wobei, andererseits hat Chansey tatsächlich nicht das beste Matchup. Ja gut, ich kann es irgendwo verstehen. Ich hätte vielleicht einfach auf Nahkampf gehen können. Aber andererseits wollte ich auch nicht die Drops haben, weil dann habe ich ein kleines Problem gegen ein paar Pokémon. Und ich kann eigentlich hier drin bleiben und auf Pin-Missile gehen. Ich glaube, das kann ich machen. Außer ich treffe nicht. Das heißt, ich gehe auf Nahkampf. Hydro-Pump macht halt nicht genügend Schaden, dadurch, dass ich den Aurora-Schleier habe. Also die Kombination aus Heracross mit Aurora-Schleier, also Heracross und Aurora-Schleier so rum, ist super, super nice, weil ich kann halt Hits tanken und richtig viel Schaden machen. So, jetzt geht er in Volcarona. Ich werde einfach auf Rock Blast gehen, falls er sich irgendwie Setup möchte. Aber nein, er geht natürlich auf die Psychokinese. Und jetzt, also das heißt natürlich, dass er die Psychokinese hat, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber dass er hier nicht auf Setup geht, das habe ich erwartet. So, und jetzt werde ich hier einfach mal auf Steinhagel gehen. Er könnte in Venusaur gehen, aber ich hoffe einfach mal, dass er hier ein bisschen greedy wird und drin bleibt. Aber wobei, wird er so greedy sein? Ich will eigentlich auf U-Turn gehen. Ich gehe auf U-Turn. Ah, bleib drin. Da war ich greedy. Da war ich ein bisschen zu greedy. Aber ist okay. Ich kann Ninetales hier abwerfen. Und ich habe immer noch einen Walschal auf Quajutsu, also passt das. Er geht nämlich auf Quiverdance, okay. So, jetzt darf ich nur meinen Steinhagel nicht missen. Dann ist alles okay. Da war ich ein bisschen greedy. Ich glaube, ich hätte auf Steinhagel gehen müssen. Aber ist okay, solange ich treffe. Ich habe nämlich glücklicherweise gar nicht den Flammkörper-Burn bekommen. Der wäre ein bisschen nervig gewesen. Steinhagel misst. Okay. Er geht auf Bugbuzz und es trifft. Okay. Okay. Nice. So, da gab es einen weiteren Schnitt. Heute ist es wirklich lustig. So, aber ich glaube, das ist jetzt hier verloren, ne? Weil er den Z-Move hat. Ja, das ist verloren. Er bekommt nochmal einen Crit. Ich glaube nicht, dass es gemerdert hat. Ja, damit verliere ich hier leider. Was ist heute los, Leute? Was ist heute los? Wie ist es? Wäre es so schön? Nee, eigentlich heißt es nicht so schön. Ich wollte gerade einen lustigen Spruch machen, aber ich merke gerade, dass er gar nicht gepasst hat. Naja, egal, machst du nichts. Ja, machst du nichts. Ich habe halt verloren. Es sind sowieso nur Fun-Matches gegen Zuschauer. Ich würde sagen, bisschen Pech war hier auf jeden Fall in diesem Part dabei. Das ist okay. Damit kann ich leben. Ja, so ein bisschen nervig war jetzt trotzdem der Rockside-Miss. Ist egal. Leute, ich hoffe, ihr hattet trotzdem irgendwie Spaß dabei. Ich weiß, es gab heute ganz viele Cuts. Das war irgendwie alles so ein bisschen, ja, unstrukturiert, habe ich das Gefühl. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem irgendwie Unterhaltung gehabt, weil ich habe Spaß gehabt und ich muss ja auch irgendwie Spaß haben. Und wenn ihr Spaß hattet, dann noch besser. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht mit ein bisschen mehr Glück und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Verstand. Denn ich glaube, der war in diesem Part auch nicht zu 100% da. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann ja, beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, bis dann. Tschüss.